So, und jetzt machen wir Baustoffkunde und deren Anwendung. Eines der wichtigsten Punkte ist Baustoffkunde und deren Anwendung. Das ist, was wird benötigt, wie viel Material brauche ich. Für eine Untersparrendämmung brauche ich schwerpunktmäßig 4-5 Materialien. Hier haben wir unser Papier, unser Luft- und Winddichtigkeitspapier, das Dichtungsband. Das Tape, das benutzen wir, um die Wind- und Dichtungspapier zu verkleben, diese Strohdämmplatten oder diese Holzweichfaserplatten. Und oder natürlich später der Putz. Diese Wiesengras. Also es gibt ja Klemmfilze, Glaswoll-Stehwolle. Bei uns gibt es Wiesengras, Hanf, Flachs oder Holzwolle. Diese kann man einsetzen, dort wie das andere auch eingesetzt wird. Entweder Zwischensparren oder leichte Trennwände oder Deckenbereich als Füllraum und so weiter. Kann man alle diese nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Stopfwolle wird benötigt am Dach, da wir immer wieder Stellen haben, wo nicht dicht werden. Stopfwolle rein, wunderbar, habe ich eine Winddichtigkeit und Isolation. Was darauf zu achten ist natürlich, wenn man zweilagig, wie man es hier ja sehr gut erkenne, Platten aufbringen auf ein Dach, wenn die Stoßfugen versetzt, das dürfte klar sein, das macht man überall. Jetzt haben wir hier natürlich noch frei. Was kommt hier hin? Hier kommt die Eibar Putzträgerplatte hin, die 22 mm. Das ist also auch eine Holzweichfaserplatte. Dann nehmen wir diese Platte hier als putzfähige Holzweichfaserplatte und tun die hier mechanisch befestigen, so dass man hier erkennen kann, einen sauberen Abschluss habe. Immer heißt biologisch, ökologisch, Bau ist teuer. Woher wissen die Leute, dass ein Produkt immer so teuer ist? Ganz einfach, es wird einfach nur angenommen. Hallo Leute, wenn ihr Interesse habt, mit biologischen Baustoffen zu kaufen, fragt bei uns an, schickt uns ein Mail. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot über die Baustoffe, die hervorragende Eigenschaften haben. Die Feuchtigkeitsregulierung ist doch eine der wichtigsten Eigenschaften. Oder was machen die Leute? Sie stellen sich Lüfter hin, um eine Kühle zu haben und Geräte, wo die Luftfeuchtigkeit erhöhe. Bei denen brauchen wir das nicht. Warum? Die regulieren die Feuchtigkeit. Der Lehmputz nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie bei Bedarf ab. Das heißt, entsteht eine trockene Luft. Durch diese Luftfeuchte, die wo entputzt ist, abgegeben werden an die Raumluft. Und so habe ich ein hervorragendes Klima. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Seminarhaus. Wir sind in unserem Seminarhaus. Hier machen die Seminarteilnehmer praktische Anwendungen unserer Baustoffe. Diese Räumlichkeiten wurden von unseren Seminarteilnehmern gemacht. Hier sind wir unter dem Dach. Und zwar das, was wir vorher gesehen haben, ist hier fast perfekt fertig. Wir sehen hier wieder die Untersparrendämmung, mechanische Befestigung in den Dachsparren. Anschließend hier Putztechnik mit Lehm, mit Gewebe. Hier unsere Dachschrägenheizung, diese Dachschrägenheizung ist hier noch optisch sichtbar gelassen, sodass man es erkennen kann. Gegenüber der Dachschräge ist es verputzt, integriert in der gesamten Dachschräge. Ich darf Sie herzlich einladen zu uns in unser Seminarhaus oder in unsere Ausstellungsräume. Wir werden Sie gern dort beraten, Baustoffkunde und deren Anwendung. Unser Team freut sich. Flächengewicht für den Dachstuhl. Oft wird diskutiert, diese Dämmsysteme haben zu hohes Gewicht und man muss den Dachstuhl abdämmen. Leute, 20 cm Isolierung plus Putztechnik hat ein Gesamtgewicht von 43 Kilo. Ein Dach ist ausgelegt mindestens auf 70 Kilo. Kommen wir mal zurück zu unseren Hitzewelle in unserem Dachbereich. Wir haben heute den 30. Juli, haben seit Wochen Hitzewelle. Momentan 32 Grad Außentemperatur. Im Innenbereich haben wir hier unter dem Dach, ohne dass die Heizung hier kühlt, sondern ohne Kühlsystem haben wir hier 24,2 Grad. Hallo, wir sind in den Ausstellungsräumen der Firma Eibar Lehm. Eibar Lehm ist Hersteller von Lehmbaustoffen und Produktsysteme. Manche sind ja sehr schon bekannt. Wir sehen hier unsere Fußbodenheizung, keine Styroporplatten, sondern Holzweichfaserplatten. Unser bekanntes Inera-System an die Wände, dämmen und heizen in einem,
sowie unser Deckensystem mit vorgefertigten Heizschläuchen anzubringen und zu verputzen. Diese Produktsysteme sind kombinierbar zum Heizen und zum Kühlen. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Kommen Sie vorbei in unseren Ausstellungsräumen und in unseren Seminarräumen. Unser Team wird Sie beraten.